Willkommen zurück zu einer neuen kaltköpfigen Folge Hitman 3 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz kaltköpfig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Na, sieh mal einer an. Endlich habe ich den Schraubendreher gefunden. Den suche ich schon die ganze Zeit. Gewinnspiel läuft immer noch. Insgesamt läuft dieses Gewinnspiel eine ganze Woche. Ihr könnt einen Key für den PC gewinnen. Dafür einfach nur eine Bewertung dalassen und einen Kommentar schreiben. So, wir brauchen Agenten. Wir brauchen jede Menge Agenten. Die Frage ist, wo treibt sich hier noch einer rum? Das ist die große, große Frage, ne? Hat hier irgendjemand gesprochen? Irgendwas Wichtiges, Informatives? Ich kann mich hier relativ frei bewegen. Ja, niemand ahnt irgendwas. Und ich kann auch hier so in der Meute ein bisschen undercover gehen. Oh. Okay, hier ist eine Kamera. Aber hier draußen im Außenbereich, da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Die haben jetzt den Funkverkehr eingestellt. Deswegen wird es umso schwieriger, die zu lokalisieren. Was ist hier? Okay, hier waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier schön? Das ist eine Autobatterie. Kann ich jemanden ermorden mit einer Autobatterie? Schau mal, unten rennt noch jemand rum. Also potenziell jemand, der ein Auge auf mich wirft. Die Frage ist nur, wie komme ich nach unten? Ah, und gefunden. Das ging überraschend easy. Und ich weiß halt auch nicht, wie viele Agenten sind es? Alter, der hier hat Spaß, ne? Der eingeölte Mann. Ich bin ein Berliner! Ich bin ein Berliner! Ich würde ihn so gerne runterschubsen. Gott, würde ich es gerne machen. Aber ich darf nicht. Schubsverbot. Was haben wir da hinten? Gebiet entdeckt. Alright, ich kann mich hier überall frei bewegen. Warte, warte, warte. Irgendjemand? Neuer Gegenstand. Das goldene Ticket. Teppichmesser auch noch gefunden. Irgendjemand war doch eben gerade nervös. Wegen mir. Okay, die Tür hier ist verschlossen. Da komme ich noch nicht durch. Was haben wir hier? Ein Laptop. Damit kann ich irgendwas manipulieren. Ablenkung. Ja, aber warum sollte ich ihn ablenken wollen? Das bringt mir ja eh nichts. Okay, wir müssen weiter runter. Ich wette, irgendwo unten rennt noch einer rum. Alter, der Dancefloor. Hier ist ja eine Menge los. Okay, die beiden hier. Yo. This is Montgomery. Is everyone in position? Confirmed. Da haben wir unseren Mann. Alles klar, der geht hier nach oben und der hat einen Freund. Kaffee. Schlabbert der Kaffee? Oh, irgendjemand sieht mich. Ich habe den Kaffee vergiftet. Wer trinkt den Kaffee? Bitte jetzt nicht du. Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Irgend so ein unschuldiger Mann. Mann, das ist mein erster Tag heute hier. Der schmeckt aber irgendwie ein bisschen herb. Verdammt, ich dachte, der würde Kaffee trinken. Aber ich glaube, das ist nicht tödlich. Ich glaube, ich habe ihm nur irgendwie Durchfallmittel reingekippt. Okay, die rennen hier wirklich zu zweit rum. Boah. Oh. Ey, Kumpel, es tut mir leid. Erster Tag, ha? Mann, du hast eine harte Woche vor dir. Oi, oi, oi. Bro. Mies, Alter, mies. Okay, schauen wir mal, was kann ich hier so basteln. Oh nein, hier ist noch ein Agent. Ey, es sind sogar noch zwei.
Don't worry. I'm wide awake and prepared. Okay, was ist das da hinten? Irgendeine Maschine? Agent Banner, reporting in. All's quiet. Just remember your briefing and stay on task. Agent Banner. That looks a little precarious, don't you think? Look, the tree. Okay, was haben wir hier? Was ist das? People always sow over the top of regulations for these kind of things. It's not going to be a problem. I just think it looks a little. Das nehme ich mal mit. But fine. It'll was haben wir hier? If something goes wrong. Wasserleck verursachen. Was hier drin? Untertauchen, okay. Hier Techniker, Stuff, Gear. Wenn ich jetzt hier rumspiele, drehen die leider durch. Starkstromsteckdose. Die könnte ich sogar manipulieren. Ich müsste nur die hier loswerden, aber wie? Wie werde ich die beiden hier los? Da kann ich auf jeden Fall irgendwie brutzeln. Schubsen geht halt auch nicht, ne? Okay, warte mal, was haben wir denn hier so alles dabei? Und? Okay, hier wird reagiert. Ist aber schnell. Okay, was brauche ich denn für ein Wasserleck? Mach mal weg das Ding. Nicht die Knarre rausholen, bist du wahnsinnig? Schraubenschlüssel. Den habe ich gerade weggeworfen. So, ich muss sie auf jeden Fall nochmal ablenken. Dann müsste ich den irgendwie... Warte mal. Immer so ein Hammer. Aber der bewegt sich nicht, ne? Nö, der bleibt hier stehen. Der bleibt hier wirklich konsequent stehen. So, jetzt haben wir hier eine tödliche Stromfalle. Rennt sie da rein? Oh Mann! Strom ist weg, ne? Reparieren. Boah, ich muss den hier loswerden. Ich muss ihn wegnocken. Sieht das jemand? Jetzt. Guck weg. Irgendwo eine Kiste, wo wir den reinstecken können. Da hinten. Easy, easy, easy. Sieht mich da jemand? Er ist aber schnell. Okay, der Kumpel ist weg. Keiner sieht die Leiche hier von der Alten? Keiner reagiert drauf? Was bringt das hier eigentlich? Kurzschließen. Vorsicht, Vorsicht. Da stehen beide rum. Ich will die beide irgendwie... Ich habe noch keine coole Funktion gefunden, wie ich beide weghole. Was kann ich hier machen? Das ist eine Ablenkung. Right, aber da kommt nicht der richtige Dude. Okay, warte. Ich mach das jetzt hier. I have no idea what I'm doing. War da
das der letzte? Alter, guck mal hier mit einem Leichensack. Agent Banner, report. Are you there? Leider nicht. He got another. You're sitting ducks. Evacuate the area immediately. Leider ist Agent Banner nicht mehr zur Verfügung. Oh, bitte funktionier, oh, bitte funktionier. Flup. Okay. Was habe ich hier? Was habe ich denn hier? Irgendwelche Drogen. Moment, was habe ich hier eingesammelt? Oh, eine moderne Giftspritze. Aber der ist nicht mein Ziel. Der Kollege hier drüben ist unschuldig. So, soweit so gut. Das war dann wohl der letzte. Einen Mann zum Kotzen gebracht. Ich würde gerne noch meine Giftspritze ausprobieren, aber... leider habe ich keinen, der es verdient. Ich bin auch nicht so ein kranker Psychopath. Alter, hier schlappert der nächste den Kaffee. Ist jetzt wieder vergiftet? Alle trinken vor dem Kaffee. Und er hat ja hier runtergekotzt auf den Dancefloor. Das ist bitter, Leute. Das ist richtig, richtig bitter. Stellt euch mal vor, ihr seid da unten schön am Tanzen, wie hier. Der eingeölte Berliner. Und auf einmal kotzt da jemand von oben runter. Moment, jetzt bin ich ja wieder hier. Komme ich denn hier raus? Ich bin doch unten, oder? Ich muss nach oben. Hier war Mr. Party Party und ich glaube, hier ging's hoch. Club Hölle ist echt geil. Höllengeil. So, wir haben freie Bahn. Wir haben absolut freie Bahn. Badabums, badabums. Hier hat alles angefangen. Da habe ich meinen legendären Axtwurf betätigt. So, Freunde. Wir können gehen. Erfolgreich 5 Agenten ermordet. Ob die Giftspritze sehr schnell wirkt? Ich wünschte, ich könnte die Giftspritze einfach so mitnehmen. Körper gefunden. Wo lag denn da noch einer? Naja, ich bin eh raus. Tschüss. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Er hat sie alle ermordet. Sterbenslangweilige Party. So, schauen wir mal rein. Alle Dudes sind tot. Das goldene VIP-Ticket. Ja, hier kann man auch wieder super viel machen, Freunde. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power
is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Look closer. I'm telling you, the file is trash. The constant doesn't so much burn his bridges as blow them up. Arthur Edwards, whoever he was, don't exist anymore. His personal data somehow deletes itself from any system that records him. Way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. ICA? I used every encryption known to man. Who are these guys? The best. It's only a matter of time before they get lucky. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports, client data. If we leak it to the public... You want to whistleblow the ICA? It's the path of least resistance. Turns out, you are who I need right now, Olivia. I do this, and I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's two overseers. Imogen Royce, behavioral analysis pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kadanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cybersecurity for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him, with no code or conscience. ICA sure can pick him. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce, the proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary fail-safe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core, and I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I will leave you to prepare. Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream, with more than 2.5 million cameras covering 15 million people. Privacy is a four-letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak-and-dagger organization like the ICA keeps its most valuable secrets here. You'll find Hush conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building, while Imogen Royce, the archivist, runs the day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Nun, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich tue, aber hey, wird schon schief gehen. Okay. Schauen wir mal rein, habe ich irgendwelche... Aha. Story-Mission, alles sehende Auge, das Sicherheitsprinzip und Impulskontrolle. Gut, dann... Gut.
Sieht schick aus. Sieht sehr, sehr schick hier aus. Wo muss ich denn hin? Irgendwo da oben hin. Was haben wir hier? Irgendwas, was ich wahrscheinlich runterschießen oder manipulieren kann. Dann gehen wir erstmal hier oben hin. Alle Ziele eliminieren, wenn wir den Datenkern hacken wollen. Tja, Olivia ist doch die Richtige für den Job, wie es scheint. Die Frau hat mehr drauf als erwartet. Moin. Ich habe einen Waschsalon gefunden. Okay, hier sind keine Waschmaschinen. Aber ein Dr. Pop. Mist, wie komme ich hier rein? Erscheinen irgendwann mal die Waschmaschinen oder... Hat der Mann vielleicht einen Schlüssel? Wenn ich hier reingehe, ist er doch angepisst, oder? Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Objekte verbergen. Okay, ich muss erstmal einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Der Waschsalon könnte funktionieren. Warte mal, hier ist noch eine Leiter. Okay, die Waschmaschinen kommen anscheinend nicht. Meine Version ist ohne Waschmaschine. Es muss der Raum hier sein. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das Ding öffnen können. Außer vielleicht... Sieht mich da irgendjemand? Ups. Okay. Okay. What is going on? Wer war das? Geh mal hin, gucken. Jetzt habe ich Rattengift. Toll. Okay. This won't be a problem. Ich vergifte das hier einfach mal. Dankeschön. Okay, aber Rattengift, hat der einen Schlüssel oder sowas dabei? Und dann einfach irgend so einen Wäschereibesitzer ermorden, ist das cool? Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal nach anderen Optionen. Was wäre... Wenn ich da hinten irgendwie runter, rüber... Nee, klappt auch nicht. Tja, ich bin einfach kein Athlet. Okay, schauen wir mal, ob es irgendwo vielleicht noch einen anderen Weg gibt, wie wir da hochkommen. Boah, das Gebiet ist ja riesig. Okay, die Mission, die wird, glaube ich, sehr, sehr krass. Nee, das ist wieder derselbe Weg wie vorhin. Da muss ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Weil jetzt geht es wieder hier hoch, oder? So, bin ich wieder hier. Kann ich hier rüberspringen? Leider nicht. Und hier sind keine Waschmaschinen. Na gut, Freunde. Wir... Ah, warte mal. Ah... Okay, einen Augenblick. Hat der irgendwas hier? Hello there, sir. Warte mal, hier steht was. Es muss irgendeinen Code geben. Kann ich ein bisschen zoomen? Na, aber das ist kein Code. Das kann ich nicht lesen. Okay, ich muss an den Code rankommen. Na gut, das werden wir machen in der nächsten Folge. Ich werde schon irgendwie den Code mir ein wenig ermogeln. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!